Hi Leute, hier ist wieder euer Mango Kid und heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr Solo Power Leveln könnt, wenn ihr beispielsweise einen Season Charakter hochziehen wollt in 2.1, was ja hoffentlich demnächst mal live geht. Ihr seht hier, ich habe einen Level 70 Season Charakter. Ich habe heute damit angefangen, also vor ein paar Stunden. Ich bin gerade aus dem Urlaub zurück und ich will euch heute einfach mal zeigen, wie das geht. Also Adventure Mode, Torment 6 stellt ihr ein. Egal wie schlecht euer Equip ist, egal welches Level ihr seid, ihr braucht Torment Level 6. So, dann braucht ihr die Quest A Miner's Gold in Akt 2. Also das ist eine von zwei Quests, die ihr machen könnt, egal wie schlecht euer Equip ist. So, ihr stellt hier unten bei euch ein die mobilste Geschichte, die ihr irgendwie machen könnt und die tankigste. Also ich nehme hier beispielsweise Quicksilver jetzt beim Monk, damit ich dreimal halt meinen Dashing Strike machen kann. Stelle meinen Lashing Tail Kick, stelle ich um auf Sweeping Armada, um die Mobs wegkicken zu können. Ich stelle meinen Seven-Sided Strike ein auf Sudden Assault, damit ich noch einen zusätzlichen Teleport habe. Und meinen Exploding Palm nehme ich raus und nehme dafür Serenity 4 Sekunden lang. Und dann stelle ich auch noch meinen Mantra um auf Evasion. Ja, Movement Speed, genau. So, und der Rest kann erstmal so bleiben. Das ist alles okay. So, und dann gehen wir los zum Miner, zu dem verrückten Miner. Genau, also wie gesagt, Torment 6. Ich habe ja natürlich so beschissenes Equip, dass ich hier nicht die geringste Chance gegen diese Mobs hätte. Die One-Hitten mich wahrscheinlich. Aber das ist gar nicht schlimm. Wir gehen jetzt zum Miner. Starten die Quest. Und jetzt, wenn ihr es gut macht, könnt ihr hier unten hin teleportieren und euch hier hinstellen, ohne dass Mobs euch angreifen. Jetzt haben wir hier natürlich so einen blöden Flieger erwischt. Das ist natürlich nicht so gut. Okay, One-Hit werde ich nicht. Immerhin. Aber lieber eine so eine Fliege als die 1000 anderen Mobs. Okay, jetzt muss ich weg. Aber das ist egal, dann kann ich euch das auch mal zeigen. Also wenn ihr da nicht die Chance habt, da unten hinzugehen, dann müsst ihr hier im Kreis kiten. Oder, also nicht unbedingt im Kreis, aber ihr müsst halt die Mobs einfach kiten, sodass ihr hier in der Nähe bleibt von dieser Quest. Ihr dürft nicht sterben, also wenn ihr sterbt und gerade die Quest abgeschlossen wird, dann kriegt ihr diese Erfahrung nicht. So, jetzt haben wir hier über nach dritten Level gekommen. Ihr seht hier schon 26 Millionen XP, das ist eine ganze Menge. Ich brauche nur 24 für ein Level jetzt im Moment. Entschuldigung, bin ein bisschen erkältet. Und wenn ihr halt noch unter Level 50 seid oder unter Level 60 sogar, dann kriegt ihr jedes Mal, wenn ihr diese Quest hier schafft, ein Level dazu. Ist natürlich nicht hardcore geeignet, wie ihr seht, man stirbt durchaus mal. Aber für SC ist es auf jeden Fall eine super gute Methode. So, und dann will ich mal schauen, dass ich jetzt noch die zweite Quest finde. So, Glück gehabt, wir haben auch direkt die zweite Quest gefunden. Und zwar ist es hier in Akt 5, The Miser's Will. Das ist hier in Westmarch Commons. Und da geht ihr dann rein. Und jetzt müsst ihr nur den Eingang zu dieser Bounty finden. Also ihr müsst also wirklich hier komplett an den Monstern vorbeirennen. Das ist natürlich ähnlich gefährlich wie gerade. Wenn ihr da getroffen werdet, da gibt es einige Monster, die machen extrem viel Schaden. Dann sterbt ihr halt, aber das ist egal. Dann steht ihr halt wieder an eurem Korps auf, an eurer Leiche und versucht halt weiter diesen Eingang hier zu finden. So, dann nicht vergessen, hier einmal den Gutzeck looten. Der hat immer ziemlich viel Geld dabei. Ihr seht hier 70.000. Das ist später natürlich nicht mehr so viel, aber am Anfang, wenn man noch unter Level 50 ist und bisher noch gar nichts gemacht hat, dann ist das relativ viel, was man da an Geld bekommt. So, jetzt müsst ihr hier nur noch die richtige Kiste treffen. Ist eigentlich egal, welche. Ihr könnt auch ganz schnell alle drei aufmachen, wenn ihr dann sterbt. Ist auch nicht so besonders schlimm. Ja, aber das war's auch schon. Ihr seht, ich habe hier wieder 26 Millionen bekommen. Habe auch direkt wieder ein Level gekriegt.
Also das geht richtig gut ab. Und das sind die beiden Quests, die ihr auf T6 machen könnt, ohne dass ihr auch nur einen Mob töten müsst. Ihr seht hier, ich habe 200.000 Damage, also es wäre undenkbar, irgendwie einen Mob auf T6 zu töten. Das wird ewig dauern. Deswegen ist das auf jeden Fall eine gute Methode. Ich habe hier auch schon ein paar Legendaries gefunden auf dem Weg zu Level 70. Wenn ihr dann Level 70 seid, empfehle ich euch natürlich lieber normal Bounties zu machen, damit ihr euer Equip aufbaut, weil sobald wir Level 70 sind, ist unser Ziel, so schnell wie möglich auf T6 zu kommen, damit wir dann so schnell wie möglich Greater Rifts farmen können. Das ist das Endgame-Ziel. Und ja, gerade wenn bei solchen Sachen wie Seasons oder wenn ihr halt mehrere alternative Charaktere hochziehen wollt, dann finde ich solche Power-Level-Methoden eigentlich ganz okay. Wenn ihr das Spiel natürlich genießen wollt, dann spielt es einfach ganz normal. Das ist natürlich klar. Aber das ist eine Power-Level-Methode, die werde ich für 2-1 nutzen, um möglichst schnell auf Level 70 zu kommen. Und das war's auch schon. Ich bin die Woche wieder zu Hause und habe Zeit zu zocken. Das heißt, ab 21 Uhr circa jeden Abend, Montag bis Donnerstag, werde ich streamen, mal ausnahmsweise wieder. Und es wird auch jeden Tag ein Video von mir geben. Also wenn ihr mehr Infos wollt, dann schaut bei meinem Stream vorbei, abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und konsumiert mehr Mangos. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.